Direktvermarktung. Für Bayerns Landwirte ist das wirtschaftlich eine Riesenchance, doch zahlreiche bürokratische Hürden machen ihnen das Leben schwer. Wie die regionale Nahrungsmittelversorgung in Bayern gestärkt werden kann, darüber diskutierten die Freien Wähler bei ihrem parlamentarischen Abend Direktvermarktung regionaler Produkte im Maximilianeum. Fraktionschef Hubert Aiwanger weiß, wo die Chancen der Direktvermarktung gerade für kleine und mittlere landwirtschaftliche Betriebe liegen. Der Verbraucher will immer mehr wissen, wo kommt denn meine Ware her, wo kommt mein Lebensmittel her. Es gibt diverse Lebensmittelskandale. Es merken auch immer mehr Menschen, dass die verpackte und verarbeitete Supermarktproduktion doch nicht das Ware ist. Sie wollen die frische Ware wieder mehr. Es gibt auch Zunahme an Allergien und dergleichen. Und viele sagen, wer weiß, ob nicht irgendwelche Lebensmittelzusatzstoffe hier schuld sind. Also die Bürger wollen deutlich mehr direkte Ware. Und die Politik sollte sich darum kümmern, dass die Landwirte auch in die Lage versetzt werden, diesen Wunsch bedienen zu dürfen. Doch dazu müssten die Rahmenbedingungen dringend verbessert werden. Eins der Ärgernisse, die gesetzlich vorgeschriebene Höchstarbeitszeit von 10 Stunden. Biolandwirt Andreas Hatzel erklärt, warum diese Regelung gerade zur Erntezeit im Sommer nicht praktikabel ist. Und dann sagst du, okay, jetzt musst mit den Leuten jonglieren. Und es ist nie die ganze Schlagkraft da. Man fährt immer mit angezogener Handbremse. Man muss immer schauen, ja, man muss wirklich einfach aufpassen momentan, dass man da die Grenzen nicht überschreitet. Und da braucht man einfach ein bisschen Flexibilität. Und unsere Mitarbeiter sollten es leicht mitmachen. Ob das die Festangestellten sind oder die Saisonarbeitskräfte zweimal, weil die sagen, wir sind 2 Monate da, wir wollen ja arbeiten und nicht irgendwo um 4 Uhr Nachmittag schon im Zimmer sitzen. Und da war die Einigkeit am Betrieb auch vollkommen da. Eigentlich haben wir seitdem, dass wir da viel mehr aufpassen müssen, viel mehr Unzufriedenheit am Betrieb. Weitere Hürde, die strengen Aufzeichnungspflichten, die viele Kleinbetriebe abschrecken. Und nicht nur das. Für Angelika Prehm, Betreiberin eines Bauernhofcafés, stellt die unzureichende Breitbandversorgung auf dem Land eine zusätzliche Herausforderung dar. Wenn ich meine Büroarbeit mache, das ist in der Früh von 2 bis 6, weil da das Internet normal geht. Da kann ich meine Sachen erledigen und später geht das nicht mehr, weil unser Hof einfach so abseits ist und wir haben halt einfach ein sehr, sehr langsames Internet. Und das ist halt ein bisschen schade, weil wir sind halt auf das angewiesen, wenn wir eine Homepage haben und die Leute halt übers Internet auch zu uns herfinden. Und das werden immer mehr, denn die Wertschätzung der Menschen für regional erzeugte und vermarktete Produkte kehrt langsam in die Gesellschaft zurück. Unser Abgeordneter Nikolaus Kraus, selbst Landwirt, erläutert, warum die Direktvermarktung auch von Seiten der Politik unterstützt werden muss. Für ganz viele Bauernhöfe ist mit Direktvermarktung mittlerweile wirklich ein wesentlicher Bestandteil vom Betriebseinkommen. Also die vermarkten ernährende Produkte erzielen da natürlich bessere Preise, macht natürlich Arbeit auch und deswegen muss man da wirklich mehr Geld verdienen. Aber die Direktvermarkter, die sind ja die Bauern, die den direkten Kontakt zu den Verbrauchern haben, zu den Kunden, zu den einfach zu unseren Mitbürgern und das sind die Sympathieträger, das sind die, wo wirklich die Botschaften rüberbringen und das ist ganz, ganz wichtig, diese Öffentlichkeitsarbeit, wo die machen. Deshalb will sich die Landtagsfraktion für eine Stärkung der Direktvermarktung in Bayern einsetzen und hier insbesondere kleine und mittelständische Agrarbetriebe unterstützen. Eines zeigte der parlamentarische Abend im Maximilianeum besonders deutlich. Die Freien Wähler sind wichtige Partner der Landwirte in Bayern und wollen das auch in Zukunft bleiben.